Sie haben damit völlig recht. Nur, warum knicken Parteien, Institutionen, Kommissionen immer wieder ein und flüchten sich in ein solches Wunschdenken oder Wunschvorstellung? Die EU-Kommission, die jetzt einknickt bei Griechenland, weil sie jetzt die Kriterien verbessert. Nehmen Sie die Bundesregierung, die jetzt einknickt beim Atomausstieg und bei der Energiewende, oder nehmen Sie die dafür voraussetzende Ethikkommission, die sich auf ein Wunschdatum geeinigt hat, 2022, das sowieso nicht einzuhalten ist, aber das jetzt mal verkündet wird. Und 2020, da gibt es die ganzen Regierungen nicht mehr, da kommen die Neuen her und sagen, wir haben uns damals geirrt, wir machen ein neues Datum. Und so geht das immer weiter, ob das jetzt CO2-Ausstieg oder gar nicht. Warum kriegt man immer wieder ein? Sie sagt, man muss Verantwortung übernehmen, die Einzelnen müssen vorangehen, sie müssen sich dort identifizieren. Nur wer nimmt sie mit? Und der Einzelne ist ja auf der Lohn und Posten. Wer nimmt sie dann mit und wer gibt ihnen dann die Leitmöglichkeiten dafür? Ich sehe im Moment noch keinen Weg. Das ist eine schwierige Frage. Also fangen wir mal an mit den Fristen an. Ich glaube, niemand, der eine bestimmte Frist vorschlägt, würde die, sagen wir mal, in die Verfassung reinschreiben, weil er weiß, das ist eine Zielvorgabe. Aber natürlich eine Zielvorgabe, die zwei Funktionen erfüllt. Erstens mal, wir konzentrieren uns auf die Lösung des Problems in einem gewissen Zeitabstand. Das ist zulässig und sinnvoll. Wenn ich sage, wenn wir hinkommen, passiert nie was. Also man muss schon eine Zielvorgabe machen. Zweitens, an dieser Zielvorgabe kann man zum Beispiel festmachen, welche Prozesse man von Staats wegen unterstützt und welche man nicht unterstützt. Also wenn Maßnahmen ergriffen werden, die Zielvorgabe nicht unterstützen, auch wenn das 2 Jahre später ist oder in einem Fall auch mal ein Jahr früher, dann wird der nicht belohnt. Das kann man ja steuern. Das ist auch sinnvoll. Gerade beim Netzaufbau wird das außerordentlich schwierig, wobei es ja keineswegs nur um die Leitungen geht, die man da baut. Das sogenannte intelligente Netz muss ja viel, viel mehr machen. Das muss unvorhergesehene Einspeisungen, entweder durch viel Sonne oder durch viel Wind oder gar kein Wind, aber am falschen Ort, muss das ja alles ausgleichen. Es soll ja einen konstanten Strom liefern, der nicht schwankt, weil jede geringe Schwankung im industriellen Bereich zu verheerenden Folgen führen kann. Das heißt, das ist eine unglaubliche technische Leistung, wird da vorausgesetzt, mit der wir, was diese Komplexität angeht, keine Erfahrung haben. Da kann man sagen, wir wollen versuchen, das in 10 Jahren zu schaffen oder in 8, aber man kann nicht sagen, es ist so. Das glaube ich auch nicht, dass das vorgesehen wird. Bei der Ethikkommission habe ich ein anderes Problem. Ich habe Schwierigkeiten, dass die Deutschen eine Frage ethisch behandeln, die in den anderen europäischen Ländern völlig anders gesehen wird. Nein, das erweckt Erinnerungen an den deutschen Sonderweg. Und den wollten wir eigentlich in Europa nicht mehr dauernd betonen. Das kann man auch anders machen. Man kann sagen, wir haben bestimmte Probleme hier, bitten wir um Verständnis, aber das ethisch zu überhöhen, sollte man lieber die Finger von lassen. Also ich wäre jedenfalls in so eine Kommission nicht gegangen. Aber das ist einfach eine Feststellung. Die anderen haben sich sicher bemüht und ich muss den Bericht jetzt mal lesen. Ich finde es nur von dem Ansatz her schwierig und die Reaktionen in Europa sind ja auch entsprechend. Sie können, wenn Sie politische Ziele verfolgen, können Sie auf eine gewisse Zielplanung nicht verzichten. Wenn Sie damit rechnen müssen, dass das Nicht-Einhalten dieser Zielplanung als Versagen angesehen wird, dann kriegen Sie keine Zielplanung mehr. Also man muss sich schon überlegen, was man da macht. Wir haben uns auch Ziele vorgenommen, im Sachsen oder ich früher auch in anderen Zusammenhängen. Und war mir immer darüber im Klaren, es gibt so viele Imponderabilien auf diesem Weg, und so viele Dinge, die ich nicht selbst beeinflussen kann, und zwar definitiv beeinflussen kann, dass ich natürlich das Risiko habe, das nicht zu erreichen. Aber dann wird es eben später erreicht oder vielleicht in manchen Fällen auch früher. Also daran würde ich eine Führungsleistung, ja oder nein, nicht so festmachen, wie Sie das gemacht haben. Unabhängig davon ist es allerdings völlig richtig, was Sie sagen,
dass die Entwicklung von Zukunftsstrukturen, die noch nicht erprobt sind und von denen und die aber gleichwohl von den Menschen verlangen, dass sie auf bisher Erprobtes verzichten oder das, den Abbau des bisher Erprobten zulassen, das ist ungewöhnlich schwierig. Und das ist kein politisches Dilemma. Ich kann nur sagen, vielleicht sage ich das jetzt einfach mal so ein bisschen, um das dann abzurunden. Nehmen Sie mal an, Sie leben in einem Wahlkreis und in dem Wahlkreis kandidieren zwei sonst sehr gut aussehende, nette, wählbare Kandidaten für den Bundestag. Und der eine Kandidat sagt, ich habe mein politisches Programm, Parteiunterschiede spielen in diesem Bereich eine relativ geringe Rolle. Mein politisches Programm ist, ich möchte dazu beitragen, dass wir die Ressourcen, die wir haben, so nützlich und zielbewusst wie möglich einsetzen, dass wir diese und diese Schritte unternehmen, um die Staatsschulden zu verringern, dass wir uns, ich sage es jetzt mal vereinfacht, in einer ganzen Reihe von Dingen daran erinnern, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben dürfen und dass wir die Lebenschancen der nachwachsenden Generation wirksam schützen müssen. So, und der andere sagt, das ist alles schön und gut, was der Kollege da sagt, aber jetzt kommen erstmal wir. Wir müssen diese und diese, ich will diese und diese Forderungen zusätzlich durchsetzen, damit sie im Bereich der Rente und der Gesundheit und so besser geschützt werden. Und wenn das Und Schulden machen bedeutet das nicht, denn wir sind ja gleichzeitig, weil wir die Staatspapiere kaufen, auch die Gläubiger dieser Schulden. So, wen würden Sie wählen? Ja, das ist einfach, man muss sich diese Frage mal ehrlich vorlegen. Wen würden Sie wählen? Würden Sie den wählen, der für Begrenzung plädiert, oder würden Sie den wählen, der für Expansion in der Gegenwart, also Begrenzung zugunsten der Zukunft oder Expansion in der Gegenwart? Die Tendenz in Deutschland ist, den Zweiten zu wählen. Es ändert sich aber langsam. Da wird jetzt doch Nachdenklichkeit deutlich, und zwar in dem Maße, in dem unsere Enkel älter werden und Fragen, sehr unangenehme Fragen stellen an ihre Kinder, an ihre Eltern, meine Kinder, unsere Kinder. Sehr unangenehme Fragen. So, wenn sie mal so 20, 22 sind und jetzt sehen, was da alles auf sie zukommt. Diese Veränderung ist wahrscheinlich eine Generationenveränderung. Und darauf setze ich auch, ganz konkret. Deshalb habe ich ja das Buch vor ein paar Jahren geschrieben, Die Ausbeutung der Enkel, um der Generation meiner Kinder deutlich zu machen, dass die Enkel sich nicht werden ausbeuten lassen. Und dass das für sie, die Eltern, Konsequenzen hat. Aber das ist im Menschen sehr schwierig. Ich meine, das Nachhaltigkeitsprinzip, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das entstanden ist, ist in der Forstwirtschaft entstanden. Und es gab Landesherren, insbesondere im Schwarzwald, wo die Bauern also wie die Verrückten die hohen Tannen abgeholzt haben, auf den Rhein verschifft haben, nach Rotterdam, weil man dafür sehr viel Geld bekam, denn das waren hervorragende Masten beim Schiffsbau. Und da hat er das gestoppt und hat gesagt, ihr dürft nicht mehr einschlagen, als nachwächst. Das war eine Begrenzung. Und die Bauern waren also alles andere nur nicht fröhlich. Erst später hat man gelernt, dass die Weisheit dieser Begrenzung, da kommt der Begriff nachhaltig her, die Weisheit dieser Begrenzung darin liegt, dass man eben in 30 oder 50 Jahren oder 70 Jahren auch noch Tannen hat, die man abholzen kann. Und kein Land, auf dem nichts mehr wächst, weil die fehlende Bewaltung und das fehlende Unterholz dem Regen die Möglichkeit gibt, das Land wegzuschwemmen. Also diese Begrenzungen haben damals Herren, Landesherren durchgesetzt. Und wir müssen sie heute selbst durchsetzen. Das ist die Last der Demokratie. Und wenn wir den Abgeordneten da nicht den Rücken stärken, sondern im Gegenteil, sie beschimpfen, weil also bei der nächsten Wahl nicht was für uns rauskommt, dann gibt es die Schuldenbremse in der Verfassung. Ist schon die zweite. Der erste ist gescheitert. Jetzt bin ich sehr gespannt, was 2016 passiert. Ja, bitte. Herr Wiegenkopf, Sie waren lange Bundestagsabgeordneter.
Meine Frage ist, wie kann man die Lobbywirkung, die Lobbygruppen einschränken? Und wir merken ja alle, dass in manchen Bundesländern durch diese Unzufriedenheit mehr mit Lobbys als mit Programmen die Nichtwähler die größte Partei sind. Also ich glaube nicht, dass die Lobbytätigkeit und die Wahl und die geringere Wahlbeteiligung da in unmittelbarer Kausalität besteht. Also viele Leute, die, wenn Lobbyisten unsauber arbeiten, wenn sie also Abgeordnete mit Geld versorgen wollen und sowas, die gehören rausgeschmissen. Aber es gibt auch viele, die einem Abgeordneten behilflich sind, einen Sachverhalt zu verstehen. Schauen Sie sich mal einfach an, was in diesem Bundestag auf Wunsch der Bevölkerung alles geregelt werden soll. Und dann überlegen Sie mal, ob es kein einziges Sonderinteresse gibt, ob es kein einziges Sonderinteresse gibt, an dem Sie irgendwie interessiert sind. Wenn das so ist, dann gehören Sie zur Minderheit. Denn die Mehrheit in der Bevölkerung hat natürlich Sonderinteressen. Im Steuerrecht, im Gehaltsrecht, in allen möglichen Dingen, in der Versorgung mit Gesundheit, in den Bauvorschriften der Stadt und was weiß ich alles. Das ist normal. Und dass sich solche Interessen, wenn sie groß genug sind, Vertreter bedienen, tausende von Vereinen gibt es in Deutschland, die sowas machen. Und die sprechen dann die Abgeordneten an, die sich spezialisiert haben. Sie sprechen ja nicht alle Abgeordneten an, sondern da sind dann Leute, die, sagen wir mal, die arbeiten speziell im Bereich bestimmter Energiefragen. Dann sind die natürlich auch interessiert zu wissen, was da draußen gedacht wird. Also es gibt Lobbyisten, auf die könnte ich gerne verzichten, aber es gibt auch Lobbyisten, die man braucht, die die Verbindung zwischen einem eher amorphen Interesse herstellen zu dem, der über dieses Interesse befinden muss. Die Zahl der Lobbyisten ist im Übrigen auch abhängig von der Forderung der Bevölkerung nach Sondergesetzgebung. Das ist keineswegs ungewöhnlich. Nun macht die Bevölkerung das nicht als Block, aber viele in der Bevölkerung sind zum Beispiel interessiert, dass bestimmte Dinge so und nicht anders geregelt werden. Wunderbares Beispiel ist die Pendlerpauschale. Da, was glauben Sie, was da für ein Lobbying stattfand, um zu verhindern, dass man die aufgehoben hat? Da, oder dass man prüft, ob wenn drei im Auto sitzen, alle drei die Pendlerpauschale in Anspruch nehmen oder nur der Fahrer? Also da, ich sehe, dass da eine Reihe von Gesichtern irgendwie sich verändern, weil ich so ein Beispiel erzähle. Das ist ganz normal. Ja, und wenn jetzt, sagen wir mal, diese Prüfung erfolgen würde, dann gehe ich jede Wette mit Ihnen ein, dass Verbände und sowas sich sofort bereit erklären, zu intervenieren, damit diese Prüfungen unterbleiben. Und zwar, denn die Teilung der Pauschale hat noch nie zur Debatte gestanden, sondern die Leute wollten sie alle haben. War im Übrigen auch wirksam, es hat dann den Verkehr etwas erleichtert oder entlastet. Also Lobby heißt ja nichts anderes als Leute, so ist der parlamentarische Begriff entstanden, die sich in der Lobby vor dem Parlament aufhielten, um mit den Parlamentariern zu reden. Heute ist das eine höchst professionelle Angelegenheit, aber das, was die Abgeordneten zu entscheiden haben, ist auch höchst anspruchsvoll. Also ich würde mir im Augenblick Entscheidungen, ohne wie lange darüber gearbeitet zu haben, in der Gesundheitsfrage nicht zumuten. Da brauchte ich ein Vierteljahr, um mich da einzuarbeiten. Ich würde natürlich Dutzende von Leuten fragen, die einfach um mal zu hören, wie die das sehen und mir da eine Meinung bilden. Der Lobbyist hat keinen zwingenden Einfluss auf mich, jedenfalls unter normalen Bedingungen. Außerdem gibt es so viele Lobbyisten, die sich untereinander widersprechen. Ich habe mal einfach, um ein Beispiel zu bringen. Unser Ministerpräsident Stanislav Tillich hat es fertiggebracht, einen Haushalt für 2011, 2012 durch sein Parlament zu bringen, in dem keine Neuverschuldung ist, in dem der Haushalt um 10% runtergefahren wird in diesen 2 Jahren und in dem außerdem noch Rücklagen gebildet werden für den Zeit, nachdem der zweite Solidarpakt ausläuft. Und er hat mir natürlich auch erzählt, was da bei ihm los war. Und da habe ich ihm gesagt, er sollte doch mal die wichtigsten Leute, die Anforderungen an den Haushalt stellen, einladen. Um großen runden Tisch.
und sollte dann von allen bitten, dass sie ihm die Forderung vortragen und gleichzeitig immer sagen, zu wessen Lasten die Forderung verwirklicht werden soll. Und der hat das wahrscheinlich angedroht, aber es war nicht nötig, es durchzuführen. denn sehen Sie, was da passiert, ist, dass das ist ja das Problem, wenn der Staat alles übernimmt. Dass der Staat der Adressat aller dieser Forderungen ist und von ihm dann verlangt wird, dass er unter diesen Forderungen einen gerechten Ausgleich schafft. Aber die Beteiligten untereinander, die wissen natürlich alle, dass ihre Forderungen mit den anderen konkurrieren. Nur sie gehen da nicht hin und sagen, kannst du was für mich abgeben? Sondern sie verlangen, dass der Staat das entscheidet. Das ist eigentlich feige. So. Ja, Sie waren zwar schon mal dran. Ja, ein ganz anderes Thema. Europäische Union. Sie sagten, wir muten Portugal und Griechenland etwas zu, was wir selber unter gar keinen Umständen akzeptieren möchten. Die Frage ist jetzt, wie soll man mit einem Land umgehen wie Griechenland, das innerhalb von 5 Jahren die Verschuldung um 150 Milliarden verdoppelt hat. Die Frage ist jetzt, soll man bezahlen? Wenn ja, wie lange? Was darf man vielleicht? Oder soll man sagen, liebe Leute, es reicht? Die erste Antwort ist, man hätte Griechenland gar nicht aufnehmen dürfen. und Augenblick. Und in der entscheidenden Sitzung des Bundesrates, Bundestag und Bundesrat mussten das ja beide beschließen, diese Einführung der sogenannten dritten und endgültigen Phase der Europäischen Währungsunion, bei der zugleich über die Mitglieder entschieden wurde. Im Bundesrat hat als einziger der Freistaat Sachsen sich in dieser Abstimmung der Stimme enthalten, was im Bundesrat gleichbedeutend ist mit Nein-Stimmen. Und ich habe das auch sehr ausführlich begründet. Ich habe es für einen Fehler gehalten, Griechenland, Portugal und Spanien aufzunehmen. Und zwar mit einem ganz anderen Argument. Spanien noch eher zögerlich, aber die beiden anderen eindeutig. Spanien und Portugal hatten gerade 25 Jahre zuvor eine 40-jährige Diktatur überwunden und hatten nur eine sehr frische und junge Erfahrung mit einer demokratischen Regierung. Wenn Sie von einer solchen Regierung die Einhaltung eines Stabilitätspaktes verlangen und ihr gleichzeitig Zugang zu sehr, sehr billigem Geld öffnen, führen Sie sie in eine Versuchung, die diese Regierung wahrscheinlich sehr viel eher zum Opfer fällt, als zum Beispiel die Bundesregierung. Das war ein Fehler. Und Fehler dieser Art haben Konsequenzen. Griechenland hat man, ich will das nicht vereinfachen, das ist wirklich so, im Wesentlichen mit dem Argument aufgenommen, man könne ja die Wiege der Demokratie nicht aushalten, draußen lassen. Jetzt wird gesagt, die Griechen hätten die Brüsseler hinters Licht geführt. Also wenn die Brüsseler sich von Griechen hinters Licht geführt haben lassen sollten, hätte man sie rausschmeißen müssen. Denn jeder hat gewusst, was da läuft. Die Griechen haben Staatspapiere en masse verkauft, so baut man ja die Verschuldung auf, und jede Zentralbank konnte ihnen sagen, wie viel das sind und wo sie sind. Man hätte also spätestens nach 2 Jahren bei den Griechen sagen müssen, hört mal, wo soll denn das hingehen? Ja, das hat man aber nicht gemacht. Und wenn die Finanzkrise nicht gekommen wäre, hätte man es wahrscheinlich noch später gemacht. Aber durch die Finanzkrise sind die Finanzmärkte, und zwar nicht diejenigen, die spekuliert haben, sondern die ganz normalen großen Pensionsfonds und andere, darauf aufmerksam geworden, dass da Risiken sind. Und haben sich die näher angeguckt. Als sie sich das näher angeguckt haben, haben sie gesagt, um Gottes Willen, das kann man nicht refinanzieren, jedenfalls nicht zu diesem Preis. Und dann ging das los. Und die Regierung, alle bis heute, haben ein zweites Problem. Bisher, jedenfalls nach meinem Eindruck, ich bin nicht beteiligt, aber ich versuche, das so weit wie möglich zu verfolgen. Sie können eine Währungsunion unter Staaten vereinbaren, wenn diese Staaten annähernd gleich leistungsfähig sind. Und zwar deshalb, weil ja innerhalb dieser Währungsunion
einen Ausgleich von Ungleichgewichten durch Wechselanpassung, Wechselkursanpassung nicht mehr möglich ist. Das heißt, sie schließen das wichtigste Instrument, was den Ländern bisher zur Verfügung stand, nämlich ihre Währung abzuwerten oder eine Abwertung zuzulassen, um auf diese Weise Ungleichgewichte in der Handelsbilanz wieder auszugleichen. Dadurch, dass sie jetzt mit niedrigeren Löhnen und Geldern arbeiten, im Inneren merken die Leute das nicht, aber sie können besser exportieren. Weder Griechenland noch Portugal haben eine ausreichend starke industrielle Ausstattung, um durch Exporte innerhalb des Währungssystems die Exportüberschüsse, die die Bundesrepublik Deutschland gegenüber diesen Ländern erzielt, auszugleichen. Also wer gleicht sie aus? Früher oder später kommen sie dazu, dass in dem System, wenn es weiter funktionieren soll, ein Ausgleich stattfinden muss. Die Operation, die wir jetzt erleben, ist ja nur der Abbau der Staatsverschuldung. Aber der Abbau der Ungleichgewichte, die auf Dauer entstehen werden, ist noch gar nicht im Gespräch. Aber dahin zielt die Transferunion. Und die war ja ausdrücklich ausgeschlossen. In Deutschland haben wir im Übrigen dasselbe. Bis 1984, das ist wahrscheinlich in Bayern nicht allen bekannt, war Bayern ein Nehmerland des horizontalen Finanzausgleichs. Und das wichtigste Geberland war Nordrhein-Westfalen. Die Nordrhein-Westfalen haben als Geberland ihre damalige Struktur, ihre Montanstruktur viel zu lange aufrechterhalten. Und die Genialität von Franz Josef Strauß bestand darin, den Sprung über die klassische Industrialisierung in die moderne Industrialisierung aufzubauen. Und dann ab 84 brauchte er, nach 84 brauchte er das Geld nicht mehr. Und heute ist er einer der größten Zahler und will zum Bundesverfassungsgericht gehen, Bayern jetzt, und sagen mit Baden-Württemberg, die da also in der gleichen Lage sind, und zu sagen, wir zahlen zu viel. Als Nordrhein-Westfalen gesagt hat, wir zahlen zu viel, war das kein schlüssiges Argument. Sowas kann man innerhalb eines Staates machen, weil es eine durch die gemeinsame Nation begründete Solidarität gibt. Dass die Solidarität Grenzen hat, sehen Sie ja jetzt. Die vier schwächsten Länder finanzpolitisch werden jetzt unter Kuratel gestellt. Ganz richtig. Das kann man aber mit derselben Regierung machen. Wenn man aber in der Europäischen Union ein Land unter Kuratel stellt, dann wird das ungeheuer schwierig. Deshalb ist die Bundeskanzlerin im Nachhinein dafür gelobt worden, dass sie damals gewartet hat, das ist ja furchtbar beschimpft worden, weil sie gewartet hat, bis der internationale Währungsfonds dabei war. Sie wollte ihn dabei haben, sie wollte einen Externen haben, der den Griechen vorschreibt, was sie machen müssen und nicht die Deutschen. Das fing ja schon an. Da hat es die Griechen über die Wiederherstellung der deutschen Besatzung geredet haben. Und da haben sie ja leidvoll drunter gelitten, das ist ja nicht alles nicht vergessen. Nein, das Kernproblem, wir werden das Problem nicht lösen, wenn wir die Sache vor uns herschieben. Nur je länger man wartet, umso teurer wird's. Und das vielleicht zum Abschluss als ein Stück Lebenserfahrung von mir. Die Vertagung, die Kosten für die Bewältigung eines vertagten Problems steigen mit dem Quadrat der verlorenen Zeit. Das heißt, wenn man zu lange vertagt, kann man es nicht mehr lösen. Das ist die praktische Folge. Und wir sind kurz davor, wo man es nicht mehr lösen kann, ohne neue Riesenprobleme aufzuwerfen. Deshalb muss da jetzt vernünftig entschieden werden. Ich bedanke mich. Vielen Dank.